freuen uns darüber, dass wir dabei haben Herrn Thomas Dörfler. Er ist Vertretungsprofessor an der Universität Bochum für Stadt-, Regional- und Familiensoziologie und seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Gebieten Methoden, Stadt- und Raumsoziologie. Christian Fleck ist bei uns. Er ist außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Soziologie an der Universität Graz. In seinen zahlreichen Forschungen ist er besonders mit der Geschichte der Soziologie beschäftigt und methodologischen und methodischen Fragestellungen. Claudia Globisch konnten wir gewinnen. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Soziologie der Universität Innsbruck und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Antisemitismus- und Rechtsextremismusforschung, Armuts- und Ungleichheitsforschung. Gerlinde Maurer ist unter uns. Sie ist Universitätslektorin am Institut für Soziologie an der Universität in Wien und sie beschäftigt sich unter anderem mit Gesundheitswissenschaften, Gender Studies und feministischen Theorien. Christoph Reinprecht ist bei uns. Er ist außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Soziologie an der Universität in Wien. Er beschäftigt sich mit sozialer Ungleichheit, vor allen Dingen Migrationsforschung und vor allen Dingen mit dem Thema eben auch soziale Unsicherung und Prekarisierung. Und Boris Traue ist bei uns. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehraufgaben am Institut der Soziologie an der Technischen Uni in Berlin. Und seine Forschungsgebiete sind allgemeine Soziologie, vor allen Dingen aber auch die visuelle Soziologie. Und er ist bei uns, weil er eben einer derjenigen war, die im Jahr 2014 einen offenen Brief an die Deutsche Gesellschaft für Soziologie verfasst haben, wo es eben darum ging, dass sich sozusagen formuliert wurde oder dass die Situation geschildert worden ist, dass sich die DGS einfach einsetzen sollte mit Maßnahmen zur Verbesserung der prekären Beschäftigungsbedingungen. Und insofern, glaube ich, bietet er da nochmal uns eine interessante Perspektive. Wie Sie auch gemerkt haben, es sind vor allen Dingen auch Personen hier auf dem Podium, die unterschiedliche Beschäftigungspositionen bekleiden. Und das mag eventuell auch eine Rolle spielen dafür, welche Perspektive man auf dieses Thema entwickelt. Gut, ich habe Sie kurz vorgestellt. Ich würde Sie jetzt einfach bitten, Ihre Eingangsstatements zu dem Thema zu formulieren und würde das einfach alphabetisch nach der Reihenfolge machen, dass wir anfangen werden mit Thomas Dörfler und Claudia Globisch. Sie beide sind heute sozusagen ja als so ein Beispiel auch für ein Dual Career Couple hier, wie es so schön heißt, und würde Sie einfach bitten, mit Ihrem Statement zu beginnen und wir würden dann in der Reihenfolge fortfahren mit Herrn Fleck, der dann folgt und so weiter. Und ich würde dann jetzt einfach auch meinen Platz zu Ihnen, mich zu Ihnen bewegen. Okay. Ja, wir haben hier schon den richtigen Platz eingenommen, den Love Chair als Dual Career Uncareer Couple, wie auch immer man das konzeptionalisieren möchte, wie wir hier sitzen, kurz was zu unserer Situation. Wir haben beide befristete Beschäftigungsverhältnisse, Vertretungsprofessur und ich hier die Assistenzprofessur mit einem Tenure-Track-Modell sozusagen, die Qualifizierung stellen. Wir haben zwei Kinder, dreijährige Zwillinge und haben unseren Wohnsitz in Nürnberg, also in der Mitte der beiden Orte Bochum und Innsbruck. Und wir würden hier heute nicht sitzen, wenn wir in dem System nicht die Großeltern integriert hätten, die Betreuungsaufgaben übernehmen, die eben institutionell nicht gedeckt sind. Das heißt also, wir haben ja von Ihnen so diese Fragen, wie prekär sind wissenschaftliche Arbeitsplätze heute und wer kann es sich ja nicht noch leisten, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen bekommen. Und in unserem Fall, vor dem Hintergrund unserer biografischen Erfahrungen, ist die Multilokalität eben die notwendige Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere, zumindest den Versuch der Karriere. Die familiale Betreuung als Notwendigkeit, notwendige Voraussetzung für die wissenschaftliche Karriere und flexible Arbeitszeiten auf der Arbeitnehmerinnenseite, um eben das als beiderseitig in der Wissenschaft tätigen Personen eine wissenschaftliche Karriere zu versuchen, mit allen sozialpolitischen, europäischen, auch noch nicht harmonisierten Regulierungen, wie zum Beispiel das Pflegegeld und so weiter. Also wie prekär sind wissenschaftliche Arbeitsverhältnisse heute, wenn wir prekär mit Gee Standing unter folgenden Kriterien bestimmen, nämlich kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse ohne langfristige Perspektive,
keine stabilen Einkommen, keine Langzeitpläne sowie eben Einzahlungsmöglichkeiten in Pensionskassen, also ein Gefühl von Unsicherheit. Und drittens das Gefühl, bitten und betteln zu müssen. Also das wäre das dritte Kriterium von Guy Standing, das Gefühl von Wert und Rechtlosigkeit, so bestimmt er Prekarität. Dann lässt sich die Frage, wie prekär sind wissenschaftliche Arbeitsplätze heute, damit beantworten, außer entfristeten Universitätsprofessorinnen alle. Denn das Besondere der Wissenschaft ist, dass die atypische Beschäftigung mit Ausnahme von akademischen Ratsstellen in Deutschland, die eben immer mehr abgebaut wurden und den nicht mehr existierenden, zumindest auslaufenden, pragmatisierten Stellen in Österreich, nur mit der Professur gegeben sind. Also dann hat man eine nicht atypische Beschäftigung. Und ich würde an der Stelle weitergeben. Thomas Dörfler wird vom ungesicherten Klettern und der Verunmöglichung des Tieftauchens erzählen, was hat sich denn verändert und wann? Ja, zumindest ganz grob thesenartig, wir haben ja keine Zeit. Auch das ein Symptom universitären Wissens. Wir wissen zwar seit Max Weber sehr wohl, dass eine ständemäßig organisierte, quasi feudale Ordinarienuniversität für alle Stände, oder für alle Lagen sozusagen bis zur Professur schon immer prekär waren in heutigem Sprachgebrauch. Dennoch glaube ich oder glauben wir, dass mit der Einführung des Bologna-Systems erhebliche Verschlechterungen eingetreten sind, die eigentlich Verbesserungen hätten sein sollen, aber das Ganze sozusagen ad absurdum geführt haben, weswegen im Ausgangsstatement wir vielleicht noch die Forderung aufstellen könnten, das Bologna-System über Bord zu werfen. Also in Stichworten, die Ökonomisierung der Hochschulen als Hauptproblem, gesamtgesellschaftlich natürlich, offensichtlich, für die Uni heißt das Produktion von kurzfristigen, modular organisierten, schnellen und möglichst direkt verwertbaren Wissen versus generalisierenden historischen Wissens. Katastrophal für Studienfächer wie Soziologie, Geschichte, Politikwissenschaften, also die klassischen Fächer, wo man eigentlich generalisierendes Wissen üblicherweise, so bin ich noch ausgebildet worden in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren, dringend braucht, um überhaupt entsprechende Kompetenzen auszubilden. In der Lehre heißt es, Entschuldigung, in der Forschung heißt es Drittmittel oder das Runterfahren von Ausstattung von Lehrstühlen, dafür der Zwang zur Einwerbung von Drittmitteln, das kostet Zeit und Nerven und sozusagen ein Glücksspiel, jeder weiß, was die Antragssituation eben heißt, seit einiger Zeit, also gegenkalkulierte Laufzeiten etc. pp. Drittens, ein großes Problem der geschilderten Prekarisierung oder die das forciert, ist die Besetzung von Gremien mit außeruniversitärischen Fachkräften in Anführungsstrichen, das heißt Vertreter der Wirtschaft, zum Beispiel in Senatskommissionen oder Ähnlichem, die dann bei der Besetzung von Professuren Mitspracherecht haben. Das ist eine Art Selbstaufgabe der alten Autonomie-Idee der Universität, wenn man humanistisch gesprochen jemand System, also Kommunikationsfremden in dieses System holt, dann kann nichts bei rauskommen, außer die Reproduktion der ökonomischen sozusagen Logiken, wo die Person eben herstammt. Viertens, Ausrichtung auf symbolisches Kapital, das heißt, es geht nur noch darum, Drittmittel zu haben, Exzellenzcluster, Graduiertenkollegs etc. Es werden Leute ausgebildet en masse und danach ist Schluss, die Leute verschwinden. Ich habe viele Kollegen, Freunde, hört man nie mehr was davon, sind nach einem Graduiertenkolleg irgendwo Handyverkäufer geworden, weil einfach es niemand mehr interessiert, was nach Graduiertenkollegs oder Stipendienprogrammen passiert. Bis dahin, und das ist gut für das symbolische Kapital der Lehrstühle in der Unis, dann Schacht. Und vorletztens, Kundenstatus der Studierenden, wenn man so will. Das heißt, die Studierenden begreifen sich als Kunden in Deutschland mit Einführung der Studiengebühren vor allem. Das heißt, sie wollen irgendwelche flachen Reader, wo man schnell, am besten als PDF, schnell auf dem Handy in der Straßenbahn noch lesen kann, wenn man zur Vorlesung geht oder zur Veranstaltung. Und was das bedeutet, muss man nicht darauf eingehen, können wir noch eingehen, ist natürlich ein anderer Umgang mit Wissen sozusagen und vor allem eine andere Einforderung von Wissen, nämlich, dass es sozusagen eben diese leichtgängige, sage ich jetzt mal, Kost eher gewünscht ist als die tiefschürfende Grundlagenarbeit. Überhaupt der Zuwachs von Studierenden, Doktoranden im Vergleich zu Professorenstellen und letzter Punkt sozusagen, damit nehmen als Konsequenz schlichtweg die Ungleichheitsstrukturen zu. Weniger Menschen von einfachen Bildungshintergründen und immer mehr Menschen, für Deutschland zumindest trifft das zu, für Österreich habe ich die Zahlen nicht, mehr Menschen, die sowieso schon aus privilegierten Haushalten kommen. Also Stichwort symbolisches Kapital, kulturelles Kapital, Pierre Bourdieu. Danke. Und
wer kann sich's leisten? Ein Satz dazu. Letztlich haben wir auf einen, den Punkt gebracht, mobile, ökonomisch abgesicherte Singles oder Paare ohne Kinderwunsch oder ohne Care-Verpflichtungen. Also es gibt ja auch andere Care-Verpflichtungen. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland hatte man die Entwicklung der atypischen Beschäftigten im Mittelbau. Also die wurden schon jahrelang produziert mit Stipendiensystemen und Graduiertenkollegs. Und danach gab es eben keine Stellen oder zu wenig Stellen. Und in Österreich gab es natürlich einen Unterschied, weil es früher eben auch vor der Dienstrechtsnovelle die pragmatisierten Stellen gab und jetzt erst dann mit den Rotationsstellen ist sowas wie die befristeten und Qualifizierungsstellen befristete Beschäftigungsverhältnisse gibt. Die Qualifizierungsstellen, zumindest dieses Modell des Tenure Tracks, sind natürlich solche, die etwas fortschrittlicher als in Deutschland sind. Und um da nochmal einen biografischen Bezug zu machen, das war natürlich auch der Grund, diese Situation des Pendelns mit zwei Kindern und so weiter, das irgendwie diesen Spagat zu schaffen, dass in Deutschland man, ich hatte damals noch eine wissenschaftliche Assistentenstelle, die noch 3 Jahre gelaufen wäre, nach Österreich zu gehen mit der Möglichkeit des Tenure Tracks. Also deshalb auch Arbeitsmigration. Okay, vielen Dank Ihnen für die persönliche, aber auch pointierte Darstellung sozusagen und würde gleich übergehen wollen zu Herrn Fleck. Ja, ich habe zwar ein paar Daten mitgebracht, aber nachdem die Zeit kurz ist, rede ich mal ohne Daten und über Strukturen. Das geht vielleicht auch. Also, worüber wir da reden, ist ein Arbeitsmarkt. Daher sollte man auch bestimmte Einsichten, die man über Arbeitsmarktforschung hat, darauf probieren anzuwenden. Welcher Arbeitsmarkt ist das? Es ist ein relativ kleiner Markt. Also wenn wir nur von den Soziologinnen und Soziologen sprechen und uns außerdem den Luxus erlauben, nur über Österreich zu reden, vorläufig mal, dann sind das in etwa 2000 Absolventen einer Studienrichtung der Soziologie, die in Österreich in den letzten Dekaden diese Hürde genommen haben. Die gehören aber nicht alle zu diesem akademischen Nachwuchs, über den wir da reden. Zu diesem akademischen Nachwuchs gehören nur, würde ich meinen, etwa 600 Personen, die in den letzten 3 Jahrzehnten etwa ein Doktorat in Soziologie erworben haben. Und eigentlich ist der Arbeitsmarkt noch ein bisschen kleiner, weil von den 600, die es da geben würde, in den österreichischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen vermutlich nicht mehr als maximal 500 Personen beschäftigt sind. Und damit bin ich schon beim ersten Punkt. Wir wissen über diesen Arbeitsmarkt ziemlich wenig, weil wir eigentlich keine Daten haben. Und es ist ziemlich bemerkenswert, dass beispielsweise in Österreich das Ministerium für Wissenschaft, mittlerweile auch Wirtschaft und noch irgendetwas, aber auch zu Zeiten, wo es nur ein Wissenschaftsministerium war, keine Informationen darüber hat, wie viele Personen an österreichischen Universitäten beschäftigt sind, die beispielsweise der Disziplin Soziologie oder auch Physik oder sonst irgendetwas zuzuordnen sind. Die Zahlen über die Absolventen der Studienrichtung, die ich Ihnen genannt habe und wo ich noch weitere Details mitgebracht habe, gehen zurück auf die Volkszählung 2001. Auch das extrem aktuelle Daten, aber aktuellere gibt es nicht. So, wo wir nicht viel Daten haben, müssen wir uns mit einer strukturellen Analyse zufrieden geben. Und die strukturelle Analyse zeigt nun jedenfalls vermutlich unkontroversiell, dass dies ein Arbeitsmarkt ist, auf dem es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Üblicherweise funktionieren Arbeitsmärkte dieser Form durch hohe Selektivität. Also nehmen Sie als Vergleich den Markt der Champions League Fußballspieler. Ja? Das ist auch eine relativ kleine Zahl von Personen und nur wenige kommen bis dorthin und können dort mitspielen. In diesen Wettbewerbsmärkten
funktioniert üblicherweise der Wettbewerb so, dass er einigermaßen übersehbar ist für die Beteiligten, einigermaßen transparent ist und mit einiger Anstrengung auch erkennbar ist, nach welchen Regeln dort sortiert wird. Also die Schnelligkeit der Beine, die Ausdauer oder sonst irgendetwas. Unser Markt zeichnet sich dadurch aus, dass er weder übersichtlich ist, noch irgendwelche Regeln hat, die für irgendeinen Beteiligten erkennbar wären. Warum funktioniert der Markt dann trotzdem? Der Markt funktioniert, weil in Österreich, auch in Deutschland, dieser Wettbewerb extrem lokalistisch läuft und extrem personalistisch funktioniert. Also, in unserem Nachbarland, in Deutschland, wurden die Lehrkanzeln vor kurzem wieder erfunden und es gibt Lehrstuhlinhaber und Inhaberinnen. In Österreich wurde zwar das Ordinariat de facto, de jure abgeschafft, de facto aber nicht. Um in diesen Markt eintreten zu können, muss man von einem Insider ausgewählt werden und man wird in der Regel von einem Insider, männlichen oder weiblichen Geschlechts, ausgesucht. Das ist die denkbar schlechteste Form, in der ein derartiger Wettbewerbsmarkt organisiert werden kann, weil er dazu führt, dass Ähnlichkeiten präferiert werden und Ähnlichkeiten nicht entlang irgendeiner Schnelligkeits- oder anderen Leistungskategorie, sondern entlang irgendwelcher habitueller Kriterien. Daher sind auch die Ergebnisse so, dass sich die nächste Generation an die vorherige anschließt, möglichst nahe anschließt, sie möglichst stark imitiert. Und das ist in der Regel nicht etwas, wo besonders viele Innovationen entstehen. Es ist auch nicht etwas, wo die am Markt Beteiligten mit ihrer Lebenssituation zufrieden sein könnten, weil sie sich zumindest als relative Sieger gegen andere herausstellen. Man siegt immer nur gegen sich selber und auch das ist keine besonders günstige Situation. Ja, zwei Punkte spreche ich nur kurz an. Die besonderen Bedingungen der Jungwissenschaftlerinnen in dem System, das hat die Birgit Riegraf auch in ihrer Präsentation zu den geschlechtlichen Arrangements in der Unternehmerischen Universität im Panel vorher gut dargestellt und ist in Mentoring-Publikationen vom IHS und anderen immer wieder auch dargestellt, auch die Lehrinhalte der feministischen Wissenschaft, das vorausgeschickt. Wie prekär sind wissenschaftliche Arbeitsplätze heute? Wir wurden auch gebeten, unseren eigenen Karriereverlauf zu reflektieren. Bei mir war es über weite Strecken ein Leben für die Wissenschaft und nicht von der Wissenschaft. Und das heißt jetzt nicht so pathetisch für die Wissenschaft, also quasi das Geld kam von woanders her, um wissenschaftlich arbeiten zu können. Nicht immer, aber über weite Strecken. Ich bin externe Lektorin, freie Wissenschaftlerin, auch das wechselt zu Beginn meines Studiums, gar nicht so sehr, ja, Karriereverlaufs, war es noch quasi, zwar nicht schick, aber doch Usus, auch mehrere Standbeine zu haben. Das war jetzt jedenfalls nicht etwas, was man als Karrierehindernis erlebt hat. Was heute durchaus, weil es geht ja auch um den wissenschaftlichen Nachwuchs, etwas ist, wovon man dringend abrät. Möglichst früh das Fach finden, möglichst früh profilieren, also einen sehr geradlinigen Verlauf anstreben. Ich weiß nicht, ob da alle d'accord sind, aber das ist das, wo ich mir denke, hat sich sehr verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Für mich war das mit den mehreren Standbeinen in gewisser Weise ein wissenschaftliches Karrierehindernis, weil dann manche Altersgrenzen, punkto Förderungen, wissenschaftliche Mobilität etc. quasi schon hinter mir waren und ich darüber hinaus. Interessanterweise genau nach der Geburt meiner Tochter 2003 hatte ich meine vollzeitwissenschaftliche Anstellung, Stellung, die auf der Arbeit davor basiert ist oder hat, zum Thema prekär, ich war danach, 2 Monate hatte ich so eine Übergangsphase nach dieser Anstellung und war bei der AK zur Beratung und dort wurde mir mitgeteilt, dass das Hauptklientel der AK Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Künstler, Künstlerinnen sind. Also ich würde sagen, das heißt, dass wissenschaftliche Karriereverläufe sehr prekär sind. Ein anderer Moment, wo mir das sehr deutlich geworden ist, war eine Veranstaltung, wo es um Individual- und Familienbesteuerung ging und wo so Dinge
Thema waren, wie unfair das nicht sei, wenn der Partner, und das wirklich dezidiert so, der Partner die Partnerin nicht von der Steuer absetzen kann, weil das führt dazu, dass Paare in Österreich nicht 3 Kinder bekommen, wie es sinnvoll wäre, um da quasi die nicht Gebärenden auszugleichen. Ich würde sagen, und das war, wer kann sich dann heute wissenschaftliche Karriere leisten? Also so quasi, wer es geschafft hat, so zu denken, die Selbst- und Fremdfürsorge auslagern, da beziehe ich mich auch wieder auf Birgit Riegraf, also der kann es sich leisten, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen. Zu meiner derzeitigen Position im Wissenschaftsbetrieb war auch gefragt, kleinere, größere Forschungsprojekte wechseln einander ab, mehr die kleineren, ganz selten die großen. Die Lehre, da gebe ich dem Vorredner auch recht, Bologna-System erfahre ich auch als einen Einschnitt, nämlich insofern als im Masterstudium, wo ich lange Jahre unterrichtet habe, aufgrund der Studierendenzahlen es zu Umschichtungen gab, die jetzt weniger, also zumindest erlebe ich so, weniger sich danach richten, welche Fächer werden abgedeckt, sondern ganz klar durchgezählt, wie viele Studierende gibt es und wie viel wird angeboten. Das ist jetzt kein Novum für die meisten hier. Und als letztes, und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, möchte ich auf die Drittmittelforschung eingehen. Ich habe den Eindruck, und das würde ich gerne hier diskutieren, die Strukturen sind rigider geworden. Ja, ich überlege mir immer wieder, warum. Vorredner hat die persönlichen Kontakte erwähnt. Ich denke mir also auch die Controlling and Finance, die Abteilungen, die es an allen Unis gibt. Also ich habe es versucht, am Thema Arbeitsplatzbestätigung abzuhandeln. Ich habe 2006, 2015 und 2013 über die Uni ein Forschungsprojekt eingereicht, mit unterschiedlichem Erfolg, punkto, also überhaupt das Projekt zu bekommen, aber auch unterschiedlichem Erfolg, diese formale Arbeitsplatzbestätigung zu bekommen. Und habe mich immer gefragt, ist das jetzt nur strukturell eine Veränderung oder liegt es an den sozialen Kontakten? Was ist es? Und das ist für mich etwas sehr Undurchsichtiges, was wahrscheinlich nie ganz klar war, nur, und da komme ich dann zu den Drittmitteln, was ich feststelle, ist eine erhöhte Konkurrenz innen-außen, eine erhöhte Konkurrenz innen, eine erhöhte Konkurrenz außen. Ich versuche am Schluss einen kleinen Lacher noch hier unterzubringen. Wenn ich Freundinnen und Freunden erzähle, dass ich auf Konferenzen fahre und dafür bezahle und Vorträge halte, wo ich nichts bezahlt bekomme, dann ernte ich oft große Verwunderung. Und was mich noch mehr wundert, ist meine eigene Verwunderung darüber, dass sich die anderen wundern. Also das wollte ich noch hier, also weil es für mich so normal oder Gewohnheit ist. Danke Ihnen. Dann würde ich weitergeben an Herrn Reinbrecht. Ich hätte ein paar Zahlen, kann ich die schnell einspeisen, geht das? Können Sie mir helfen? Kurz. Genau, das ist der technische Support. So können wir das Ganze auch ein bisschen interaktiver noch schreiben. Genau. Also ich tue das da kurz öffnen. So, da ist er. Die Zahlen beziehen sich auf eine Können Sie mich kurz, genau. Ah, da ist er. Mhm. Okay. Sind natürlich immer die gleichen Sachen. Ewig viele. Da. Anzeige? Voll. Genau, und ich muss runter, genau. Muss schnell hinunter, weil ich, also wir haben, warum ich eine, ich will eigentlich nur eine Tabelle zeigen. Christoph, da sieht man nichts. Irgendwer muss das probieren umschreiben. Herr Kollege. Oder du musst es zusammenbringen auf der Tastatur. Ja. 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 Geht's? Okay. Also, wir haben wir haben mehrere Jahre kontinuierlich also sowohl Studierende als auch Absolventen in Befragung gemacht. Also es ist richtig, was Christian Fleck sagt, es gibt wenig Zahlen. Ein Teil des, das, was man damit tun kann, ist, dass man selbst Daten erhebt. Und was wir gemacht haben in Wien, war Absolventenbefragung zu machen, aber auch
kontinuierlich im Rahmen des Bachelorstudiums, nämlich bei Datenerhebung, Datenauswertung, schlicht und einfach ein Panel einzuführen, eine Panelerhebung unter Studierenden. Und ich zeige nur eine einzige Tabelle, nämlich diese oder ein Schaubild. Wo sind eigentlich die Absolventinnen und Absolventen, die wir da befragt haben, das ist schon ein paar Jahre alt, aber das ändert sich nicht sehr, wo sind die eigentlich beschäftigt? Und was man sieht ist, dass da gibt es noch diese Teilungen Sobi und Grobi, aber das ist egal, das kann man sich jetzt mischen. Was man sieht ist, dass natürlich nur ein Teil der Absolventinnen und Absolventen im Forschungsbereich tätig ist. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn wir über Soziologinnen und Soziologen sprechen, die auch teilweise ein Berufsverständnis oder ein Selbstverständnis haben als Soziologinnen und Soziologen, sind das nicht zwingend jene, die im Forschungsbereich tätig sind. Und die zweite wichtige Information ist, jene, die im Forschungsbereich tätig sind, sind im außeruniversitären Bereich mindestens so häufig zu finden wie im universitären Bereich, die in Wien absolut. Von euch Befragten nur. Von euch, ja. Aber da waren relativ viele, wir haben das jetzt 147. Gut. Also ich kann nur sagen, ja, 147. Gut. Können wir später diskutieren. Der interessante Punkt, warum ich darauf zu sprechen komme, ist, weil natürlich die Frage ist, was heißt das, was heißt überhaupt Wissenschaftsraum, Soziologie? Und was heißt diese Frage Nachwuchswissenschaft oder Nachwuchswissenschaftlerin zu sein? Es steht ja außer Frage, und das haben wir alle betont, dass die Situation katastrophal ist, sei es aufgrund von Bologna, sei es aufgrund der Prekarisierung der Erwerbsverhältnisse, der Beschäftigungsverhältnisse. Und was Christian Fleck gesagt hat, ist zentral, dass nämlich in der Tat in Österreich es sowas gibt wie ein Revival des Ordinariatsprinzips, und das ist deshalb problematisch, weil dem Begriff der Prekarität dadurch Bedeutung zukommt. Prekarität nämlich nicht im Sinne von befristeter Beschäftigung oder von unregelmäßigen Karrieren oder Diversifizierung der Beschäftigungsverhältnisse, das ist ja bei uns auch ein Phänomen, sondern der Asymmetrie des Verhältnisses. Ja? Das heißt, einer persönlichen Abhängigkeit, die dauerhaft bestehen bleibt, bis der Vertrag aus ist, und dann hat man sein Dissertationsprojekt noch immer nicht fertig und muss dann erst recht in persönlicher Abhängigkeit von seinem Projektleiter oder Projektleiterin beschäftigt bleiben, bis man eben dann quasi auf diesen Arbeitsmarkt, über den Christian gesprochen hat, hinaus gewissermaßen geworfen wird. Das ist meines Erachtens eine Realität, über die wir de facto gar nicht diskutieren müssen, wenn wir da d'accord sind. Trotzdem möchte ich zwei Aspekte bringen, die mir wichtig erscheinen, die es vielleicht ein bisschen konterkarieren. Der erste Aspekt sind die Preise, die verliehen wurden. Das heißt, es gibt herausragend interessante Arbeiten, die derzeit entstehen in der Soziologie, die etwas gemeinsam haben. Und zwar gemeinsam haben, das zeichnet sich in den letzten Jahren ab, auch schon bei der letzten Preisverleihung, dass eine gewisse Eigenständigkeit der soziologischen Abschlussarbeiten vorliegt, die weit darüber hinausgehen, über die klassischen Paradigmenstreitigkeiten, die Soziologie so geprägt haben in den 70er und 80er Jahren. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil alle Arbeiten, die wir heute, also ich kenne vier davon, mehr oder weniger gut, aber die Arbeiten, von denen wir heute gehört haben, sind Arbeiten, die originell sind, die auch den Anspruch haben, einer empirischen Soziologie unterschiedlich aufgestellt, konzeptuell, theoretisch völlig unterschiedlich positioniert, methodologisch anders ausgearbeitet, aber trotzdem jeweils von hoher Originalität und von wissenschaftlicher Bedeutung. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Weil das heißt, es entsteht so etwas es gibt in meines Erachtens so etwas wie einen, es klingt jetzt eigenartig, einen Verwissenschaftlichungsschub der Soziologie. Das heißt, es gibt so etwas wie, gerade unter jene, die jetzt, wenn man so will, auf den Arbeitsmarkt, den akademischen kommen, den Anspruch, ernst zu nehmen, die wissenschaftliche Publikationen vorzulegen, bereits in ihren Abschlussarbeiten. Das ist aber nur der eine Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, und man könnte auch sagen, eine Art Professionalisierung im Bereich der Abschlüsse.
Aber der zweite Punkt, bei den Doktoraten ist es besonders interessant. Der zweite interessante Punkt ist, dass neben allem, was gesagt wurde, und da stimme ich zu, wer ist das überhaupt, der sich dann erlauben kann, an der Uni oder im akademischen Bereich Karriere zu machen, zumindest am Wiener Institut die Realität ganz anders ist. Im Wiener Institut beobachtet man, im Unterschied zu der Phase, als ich begonnen habe, wo Frauen in der Tat nur dann eine Karriere machen konnten, wenn sie quasi auf alles andere verzichteten, nämlich primär auf Partnerschaft und Familie, dass Familiengründung und wissenschaftliche Laufbahn sich nicht ausschließen. Und das ist, würde ich sagen, da geht es nicht darum, dass die Prekarisierung oder der neoliberale Wandel das ermöglicht, sondern ich sehe das eher als eine, fast wie eine widerständige Position. Das heißt zu sagen, unter den gegenwärtigen Bedingungen versuche ich Lebensprojekte, also nicht nur eine wissenschaftliche Laufbahn umzusetzen, sondern die wissenschaftliche Laufbahn mit einem Lebensprojekt zu verknüpfen, wo immer die dann hinführt, ob sozusagen das Lebensprojekt sich materialisieren kann und erfolgreich wird, ist eine andere Frage. Aber das wollte ich nur als Beobachtungen weitergeben, weil das meines Erachtens doch eine Situation ist, die unterschiedlich ist zu der, als etwa ich 1990, also 25 Jahre ist das her, meine wissenschaftliche Laufbahn an der Uni Wien begonnen habe. Ja, vielen Dank, vor allen Dingen auch auf den Hinweis nochmal auf sozusagen so gegenläufige Trends, so nenne ich es mal, oder einfach diese Gleichzeitigkeit auch von Ungleichzeitigkeiten, wenn ich sie richtig verstehe. Wir haben einmal die Analyse schon gehabt, dass wissenschaftliches Wissen durchaus gefährdet ist, eventuell zu standardisiert zu werden, zu einfach aufbereitet. Aber Sie haben jetzt nochmal diesen Punkt auch gebracht, nein, es gibt auch die Beobachtung, dass das originelles Wissen, hochprofessionelles, professionalisiertes Wissen da im Entstehen ist. Also ich glaube, das ist ein schönes Beispiel für diese Ungleichzeitigkeiten, Ungleichentwicklungen, die sich da so finden in diesem Prozess. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich vielleicht in der Diskussion dann nochmal vertiefen lässt, möchte aber jetzt an der Stelle nicht weiter darauf eingehen, sondern auf den Herrn Traue nochmal hinweisen, und ich glaube, Sie werden uns da auch nochmal eine interessante Perspektive bieten. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und auch ein großes Kompliment an die ÖGS. Sie haben es geschafft, eine Plenumsveranstaltung zum Thema zu veranstalten. Das haben wir 2014 auf dem DGS-Kongress noch nicht geschafft. Ja. Insofern sind Sie da Vorreiter. Ich selber arbeite auch schon nicht mehr an der TU Berlin. Ist ja auch, also die gesteigerte Mobilität ist ja auch ein Merkmal gegenwärtiger Karrieren. Ja. Ich bin mittlerweile ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem interdisziplinären Zentrum für Medienforschung an der Uni Lüneburg. Bin jetzt eine Zeit lang von Berlin dorthin gependelt. Ich habe auch zwei Kinder, die in Berlin gelebt haben. Seit zwei Wochen lebe ich sogar in Innsbruck und fahre nach Lüneburg, da meine Partnerin, die auch im Publikum sitzt, Lisa Pfahl, einen Ruf an die wunderbare Universität Innsbruck bekommen hat. Ja. So, also das ist mal die Situation, die Licht- und Schattenseiten hat, die positiven Seiten in der deutschen Situation, die ja vielleicht auch erwähnt werden müssen, ist, dass die Bemühungen, frühere Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses zu erreichen, in Teilbereichen also umgesetzt ist. Ja, ich konnte ein DFG-Projekt durchführen, das ich selber eingeworben hatte, wobei ich natürlich genauso viele Kolleginnen und Kollegen kenne, die das Gleiche auch probiert haben und abgelehnt wurden. Ja, Sie kennen die Bewilligungsquoten. Insofern ist mit diesem Autonomie angeboten, ja, sind damit Ungleichheiten und unabwägbare Risiken verbunden. Gut, also ich bin ja eingeladen, um etwas über die deutsche Situation zu sprechen und auch etwas über die Ereignisse in der DGS zu berichten, wenn ich es richtig verstanden habe. Insbesondere über unsere Initiative für gute Arbeit in der Wissenschaft und was wir damit in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie bewirkt haben. Wir sind eine Gruppe von rund 30 promovierenden Postdocs und mittlerweile auch Professorinnen und Professoren, und wir haben diese Initiative 2013 gegründet, ausgehend von unseren eigenen Erfahrungen und Beobachtungen in der wissenschaftlichen Arbeitswelt. Mit der Initiative verfolgen wir eine Perspektive, die darin besteht, die DGS und auch andere Fachgesellschaften als hochschulpolitische und wissenschaftspolitische Akteure zu mobilisieren. Ja, eine Rolle, die sie bisher nicht besonders stark eingenommen haben. Ja. Ja, wir nehmen an, dass die Unterfinanzierung der tertiären Bildung angesichts von
weiteren ökonomischen Deregulierungen und auch angesichts des Einflusses des New Public Management und den damit einhergehenden Evaluationsregimen noch länger ein Problem für die akademische Welt und das akademische Arbeiten sein wird und dass die Hochschulen und Fakultäten selbst nur noch begrenzt wissenschaftspolitisch handlungsfähig sind. Ja? Und die Grundidee der Initiative war, dass die Fachgesellschaften ihre Hochschul- und wissenschaftspolitischen Kompetenzen ausbauen sollten und also überhaupt oder überhaupt erstmal wahrnehmen sollten. Ja? Über die Sachlage ist viel gesprochen worden. Unsere Wahrnehmung der Problemlage ist ganz ähnlich, knapp auf den Punkt gebracht. Ja, es gibt einen personellen Ausbau der deutschen Universitäten bei stagnierender Finanzierung und auch bei einer abnehmenden Bereitschaft verschiedener hochschulpolitischer Akteure, die Autonomie der Wissenschaft zu gewährleisten. Ja, dieser Umstand ist mittlerweile auch in Grundzügen in der Wissenschaftspolitik und Hochschulpolitik als Problem anerkannt. Und wird beispielsweise auch in einem Interview mit Johanna Wanka, der Bundesministerin für Bildung und Forschung, eingeräumt, die in einem Interview mit der FAZ spricht. Ja. Wir haben seit 2005 9 Milliarden Euro frisches Geld investiert, dadurch sind viele neue Stellen entstanden, das ist sehr positiv, so kann man es auch sehen. Ja. Es ist allerdings festzustellen, dass durch diesen großen Schub das Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten Stellen aus der Balance geraten ist. Ja, Sie wissen, woher das kommt, das sind die Exzellenzprogramme, die vielen Graduiertenschulen, also eine große Anzahl der promovierenden Zahlen. Es gibt auch einen Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs, auch das Bundesamt für Statistik setzt gerade an, die Datenlage deutlich zu verbessern. Ob das auch Taten folgen lassen wird, das wird man sehen. Nur eine Sache muss ich Ihnen zeigen, ja, für viele Länder gilt, also im internationalen Vergleich, dass Promovierte an Hochschulen stabilere Stellen innehaben als in der Privatwirtschaft, dafür aber in der Privatwirtschaft höhere Einkommen erzielen. In Deutschland sind Promovierte an Hochschulen durchschnittlich sowohl häufiger befristet tätig, als auch einkommensmäßig schlechter gestellt als in der Privatwirtschaft. Ja, beachten Sie die feine Ironie dieser Beobachtung. Also gut, ich meine, es gibt natürlich eine Vielzahl von fundierten Analysen der Situation, die man zur Kenntnis nehmen kann. Ganz wichtig, das Buch von Richard Münch, aber natürlich auch im internationalen vergleichende Arbeiten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Positiv zu bemerken ist in Deutschland, im deutschen Wissenschaftssystem, dass sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit DFG, DAAD und Begabtenförderwerken um ein Nachwuchsförderkonzept bemühen, ja, das aber nicht den Ausbau von Dauerstellen neben der Professur, ja, oder den Ausbau, den Aufwuchs an Professuren überhaupt ins Auge fasst, sondern eher eine Art Perfektionierung dessen, was so Förderketten genannt wird. Ja, Förderketten, die zur Professur führen sollen, wobei die Anzahl der Professuren also noch nicht gesteigert wird. Ja. Wobei, da gibt es auch einige Entwicklungen, die sehr spannend sind, ja, die Föderalismusreform, die es ja bisher dem Bund verboten hatte, also ja, sich in der Hochschulfinanzierung zu beteiligen, das ist ja jetzt reformiert worden und dadurch wurden also Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen. Uneinigkeit besteht natürlich in der Frage der Lösungsstrategie. Ja. Also verschiedene Vorschläge werden diskutiert zurzeit. Es gibt längst Arbeitsgruppen von Staatssekretären. Ja, die Hochschulrektorenkonferenz meldet sich regelmäßig zu Wort. Es gibt Aussicht auf einen Bund-Länder-Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Da werden insbesondere Dauerstellen neben der Professur diskutiert. Es wird überlegt, ob Tenure-Track-Programme eingerichtet werden könnten. Mit dem Geld, das durch die Übernahme des BAföGs durch den Bund freigesetzt wurde, könnten bis zu 10.000 neue Professuren eingerichtet werden. Es ist aber völlig unklar, also inwieweit das auch geschehen wird, ja, weil die Hochschulen natürlich auch infrastrukturelle, also Baumaßnahmen und Ähnliches mit diesem Geld vornehmen können. Gut, also jetzt nochmal zu unserer Initiative. Was haben wir getan? Wir haben einen offenen Brief an die DGS verfasst. Dieser Brief wurde als Online-Petition veröffentlicht und über 2700 Mal unterschrieben. Das ist ein relativ großer Erfolg für so ein spezielles Problem. Ja. Und diesen Brief haben wir dann auf dem letztjährigen Kongress, also als DGS-Mitglieder, dem Vorstand überreicht und sind auf große Resonanz, wenn nicht sogar auf eine Art Umarmungsbewegung gestoßen, ja, die jetzt also auch so ein bisschen heikel ist.
Außerdem haben wir auf dem Kongress auch eine Veranstaltung zum Thema Nachwuchs in der Krise veranstaltet, die aber wie gesagt keine Plenarveranstaltung werden soll, war. Das soll 2016 nachgeholt werden. Ja. Ziel der Initiative ist ein Verständigungsprozess innerhalb der DGS über die angesprochenen Problematiken, ja, und ein aktives Engagement für die Herstellung dauerhaft guter Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ja, es ist eine Initiative, die sozusagen zwei Ziele verfolgt. Einerseits die direkte Verbesserung der Arbeitssituation und andererseits eben die, wie sagt man, ja, also die Mobilisierung, die Aktivierung der Fachgesellschaften als hochschulpolitische Akteure. Das insbesondere eine aktivere Stellungnahme der DGS beinhaltet, wie das bereits in Bezug auf die Rankings geschehen ist. Ja? Also die DGS hat sich gegen die CHE-Rankings ausgesprochen und die allermeisten deutschen Soziologieinstitute sind aus diesem fragwürdigen Ranking-Prozess ausgestiegen. Das weist darauf hin, dass eine aktivere Haltung natürlich möglich ist, ja, wenn das denn gewollt ist. Der zweite Punkt ist eine Stärkung der Repräsentation des Mittelbaus in der DGS. Es gibt zurzeit keine Mittelbaumitglieder im Vorstand. Da haben wir vielleicht in Bezug auf, auch im Vergleich mit Österreich, auch nachzuholen. Das wird man sehen, was passiert. Ein dritter Vorschlag, die Durchsetzung von Standards für wissenschaftliche Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel durch die Erweiterung des Ethikkodex der DGS, ja, dass das Kriterien guter Standards guter Arbeitsverhältnisse auch im Ethikkodex festgeschrieben werden. Das wird sehr kontrovers diskutiert, aus berechtigten Gründen. Ich komme damit auch gleich zum Ende. Was erstmal getan wurde, klar, es wurde ein Ausschuss gegründet, ja. Mittelbau in der DGS, der sich aus Mitgliedern des Vorstands, ja, des Konzils, der Ethikkommission und der Initiative, ja, also des Vertreterinnen und Vertretern des Mittelbaus zusammensetzt, der ist regelmäßig tagt und sozusagen jetzt in zähe Verhandlungen eingetreten ist, ja, was denn nun zu tun sei. Ja. Und wie wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja meistens auf eine Problemlage reagieren, es gibt eine Tagung zum Thema, ja, durch die dieser Verständigungsprozess auch befördert werden soll. Da gibt es auch einen Call for Papers, Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Eine Tagung Soziologie als Beruf, wissenschaftliche Praxis in der soziologischen Reflexion, das sozusagen ein Stück weit Public Sociology ist, ja, also wir wollen als Soziologinnen und Soziologen mit dieser Thematik stärker in der hochschulpolitischen Öffentlichkeit präsent sein. Und am zweiten Tag, der zweite Tag ist einer, ja, professionspolitischen Selbstverständigung gewidmet. Ja, der genannte Richard Münch wird übrigens die Keynote halten. Also, aber es soll eine horizontale Veranstaltung sein. Ja, also es geht darum, zu versuchen, die Interessen des Mittelbaus, aber auch natürlich die Interessen der Soziologie und der Wissenschaft insgesamt stärker in der Hochschulpolitik der Fachgesellschaften zu verankern. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit komme ich zum Schluss. Gut, ja, vielen Dank. Wir haben im Podium uns darüber verständigt, dass wir eigentlich ganz gerne sofort sozusagen die Runde zu Ihnen öffnen möchten. Das heißt, wenn Sie Fragen und Anmerkungen zu dem vielfach Gesagten, zu Ungleichheit, zu Wissenschaft als Arbeitsmarkt oder wir hatten auch das Thema Wissenschaft als Lebensform oder inwiefern eine bestimmte Lebensform verlangt wird, am besten kinderlos, mobil und so weiter. Also hier sind, glaube ich, viele Themen gefallen. Jetzt zum Schluss nochmal auch dieser Aspekt der Mobilisierung, der Reflexion im Fach darüber. Würden wir ganz gerne den Ball zu Ihnen zurückwerfen, auch mit der Perspektive darauf. Sie sehen, leider haben wir in der Runde keinen auf der Ebene Prädoc, der hier vorhanden ist, also der Nachwuchs sozusagen, würde ich einfach jetzt gerne an Sie zurückgeben, um eben mit Fragen und Kommentaren hier einzusteigen. Und ich glaube, mit dieser Strategie haben wir aber die Technik und Organisation hier nicht vorher eingeweiht, oder ich weiß es nicht, besteht sowas wie Mikros oder soll ich das einfach durchgeben oder wir versuchen es mit laut? Ich sehe jetzt nicht, was mir gedeutet wird da hinten, ja, weil das Licht hier so drauf scheint. Der hat schon eine Wortmeldung.
Genau, ich habe nämlich eine Wortmeldung schon gesehen. Achso, Sie? Ja? Okay. Aufstehen. Aber was mir noch mehr gefehlt hat, war eigentlich eine transsektionelle Perspektive, also die über die Wissenschaft als Markt hinausgeht. Ne? Heutzutage ist ja Universitätsausbildung überhaupt keine Garantie mehr dafür, dass die Hochschulabsolventinnen und Absolventen einen fixen Job am Markt erhalten würden, ja? Egal ob die jetzt Wissenschaft oder etwas anderes machen. Ja? Stichwort Generation Praktikum. Ja. Gleichzeitig gibt es auch in anderen Branchen jede Menge Menschen, also über Taxi, um das zu erwähnen, oder in der IT-Branche, in allen möglichen Branchen gibt es Menschen, die atypisch beschäftigt sind. Das heißt, es ist eigentlich schon ein klassisches Phänomen. Und meiner Ansicht nach müsste man, obwohl das natürlich in der Wissenschaft ein wichtiger Schritt ist, akademische Arbeit zum Thema zu machen, muss man das ein bisschen branchenübergreifend ja schon analysieren, finde ich. Okay, wollen wir die zwei Fragen, auf die zwei Fragen erstmal reagieren sozusagen? Wir hatten einmal den Punkt, ist es in allen Ländern so, ist es so? Also Elisabeth, wir können nicht über alles reden und über die taxifahrenden Absolventen des Soziologiestudiums kann man sich eher in einer Veranstaltung Mythos und Wirklichkeit unterhalten. Die gibt es nämlich nicht. Nach allem, was man weiß, ist die Zahl der arbeitslosen Akademiker ja, in einem Land wie Österreich vergleichsweise niedriger als die anderer Bildungsabschlüsse. Und daher scheint mir das nicht ein sehr spezifisches Problem zu sein, über das wir reden können, in dem Sinn, dass wir zu dessen Erklärung irgendwas beitragen können. Wir wissen nicht, warum Leute mit akademischem Abschluss gelegentlich arbeitslos sind. Das meiste Wissen, das wir dazu haben, ist anekdotisch. Und das ist verdammt schlecht, wenn wir uns auf anekdotisches Wissen beziehen. Vor allem dann, wenn wir selber irgendwie dem Feld ziemlich nah sind, weil dann kommt nur ein Schlamassel dabei raus. Ich darf noch mal weitergeben an den Herrn Dörfler. Ja, ganz kurzer Blick. Also zunächst mal ist es nicht verwunderlich, dass man auf dem Fachkongress für Soziologie natürlich erstmal diesen Fokus hat. Also man kann das natürlich die Frage so stellen, wurde aber nicht gestellt, ob man es allgemein diskutiert. Deswegen würde ich auch sagen, es ist etwas zu weitläufig. Oder man macht gleich die Gesamtanalyse des spätmodernen Kapitalismus auf dem Tableau. Dann braucht man aber andere Theorien, andere Fragestellungen und andere Diskussionen. Das kann man natürlich gerne machen. Für den speziellen Fall hier war es unser Anliegen, einfach mal zu betonen, was passiert eigentlich mit dem soziologischen Wissen oder mit dem wissenschaftlichen Wissen unter dieser Ägide. Wir alle wissen, dass es Ökonomisierung gibt. Wir sind Lehrende. Ich habe Studierende, die können keinen Absatz mehr schreiben ohne Kommafehler und Rechtschreibfehler. Wir haben Leute, die überhaupt nicht mehr studierfähig sind. Die Hälfte davon ist im klassischen Sinne nicht mehr studierfähig. Die wollen aber gute Noten haben. Das ist aber wirklich eine ziemlich blöde These. Die höre ich, seitdem ich denken kann, das ist ungefähr seit meinem 17. Lebensjahr, erzählen mir immer irgendwelche Leute, dass die Menschheit immer blöder wird. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesagt. So verblödet das, sein. Das habe jetzt zum Beispiel ich nicht gesagt, dass die Menschheit verblödet. Ich habe gesagt, man merkt deutlich, wenn man ausdrücken kann, ist man blöd. Man merkt, oder? Ja, oder zuhören, wenn man die zuhören kann, ist man auch blöd. Wenn man auf dem Niveau jetzt weiter diskutieren will, können wir machen. Ich wollte nur sagen, dass deutlich, ich bin jetzt ein paar Jahre in dem Betrieb beschäftigt, man deutlich die Qualität von Abschlussarbeiten sieht, dass sie schlechter wird, und ich unterhalte mich halt mit Kollegen, Kolleginnen, und es ist auch so, ob man jetzt einstimmt, dass das Kulturpessimismus ist oder nicht, ist mir egal, ich wollte es nur erwähnt haben. Ich meine, dass mit der zunehmenden Ökonomisierung dann quasi die Fähigkeit, ob Biologie oder Soziologie oder sonst irgendwas, die Grundlagen dieser Wissenschaft als Wissenschaft, was dazugehört, nicht mehr vermitteln kann. Das wird irgendwann passieren. Das heißt, wir leben schon in der Soziologie, auch in der Publikationsart, was veröffentlicht wird, sind Lehrbücher, Überblicksbücher etc., Zusammenhangsbücher, Schnäppchen hier, Schnäppchen da, ein bisschen was von Weber, ein bisschen was von irgendwas. Das heißt,
man produziert eine andere Form von Wissen sozusagen. Wenn man das kultursoziologisch deutet, ist das für mich ein Anzeichen einer Transformation sozusagen wissenschaftlichen Wissens. Wenn wir den gehen wollen, sollen wir es sagen, aber es wird nicht mehr die Universität sein, die man vor ein, zwei Jahrzehnten noch gekannt hat oder vor 50 Jahren sowieso, die ist auch vorbei. Aber da muss man die Konsequenzen dann auch deutlich sozusagen benennen, meiner Meinung nach. Das war nur mein Punkt. Weil ich wollte schon spezifisch in den, oder wir wollten spezifisch in die Soziologie hinein, deswegen. Ja, okay, also Sie merken schon an dem Punkt und an der Beurteilung, inwiefern sozusagen das produzierte Wissen in der Soziologie gefährdet ist, sich verändert hat und inwiefern sich auch die Studierfähigkeit von Studierenden unter diesen Rahmenbedingungen verändert hat, das ist hier schon scheinbar sehr kontrovers. Auf dem Podium, ich würde jetzt Herrn Reinbrecht noch mal dazu bitten und dann hatte sich noch jemand aus dem Publikum gemeldet, den ich danach gerne hereinnehmen wollen würde und ich habe weiterhin das Publikum im Blick und notiere mir auch den. Ich wollte nur zwei Sachen sagen. Das eine, es gibt natürlich Statistiken zur Akademikerarbeitslosigkeit und die Leute wie die Nina Fritsch, die sich damit beschäftigen, zeigen schon, dass in den letzten 10 Jahren die Gefährdung, also auch, wenn man so möchte, die Armutsgefährdung und das Risiko, in armutsgefährdende Lagen zu kommen, unter Absolventinnen und Absolventen der Universitäten gestiegen ist. Natürlich müsste man jetzt, und das wäre jetzt das Argument von Bernd Marin zum Beispiel, sagen, den ganzen Lebenslauf nehmen und Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, welche Position man trotzdem erreichen kann, um das zu relativieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das eine wichtige Beobachtung, dass es diese steigenden Zahlen gibt. Für die Soziologie in Wien kann ich sagen, dass das nicht zutrifft. Das heißt, wir haben, und das, ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig das ist, auch so etwas wie einen sozialwissenschaftlichen Blick auf das eigene Fach oder in Soziologie der Soziologie zu betreiben, auch durch solche Untersuchungen. Absolventenbefragungen, nicht nur diese, sondern auch fortlaufende, zeigen, dass im Prinzip, wie wir ja wissen, die Übergänge länger werden, fragmentiert sind und die Variationen der Beschäftigungen, die Diversifizierung zunimmt. Das heißt, wir finden halt Soziologen und Soziologen in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern außerhalb der Klasse des klassischen Wissenschaftsbetriebs. Und das zu verfolgen und auch quasi da Rückfeedbackschleifen zu haben, die auch quasi die Erfahrung dieser Absolventinnen in anderen Berufsfeldern wieder hereinnimmt in die universitäre Ausbildung, halte ich zum Beispiel für extrem wichtig unter dem Gesichtspunkt der Nachwuchsarbeit. Ja. Die These teile ich aber auch nicht, das muss ich sagen. Also ich kann nur sagen, es gibt eine Polarisierung, sicher bei den Abschlussarbeiten, es gibt grottenschlechte Arbeiten und es gibt exzellente Arbeiten und im Prinzip würde ich sagen, dass die Literalität, ja, oder was man nennt, die Grundausstattung mit der akademischen Literacy, dass die keineswegs geringer geworden ist in den letzten Jahren, sondern dass es Brüche gibt, Verwerfungen gibt, die auch Verwerfungen sind in der Sozialstruktur, die sich auch abbilden unter den Studierenden. Aber wir haben exzellente Studierende und exzellente Abschlussarbeiten in der Breite dessen, was sozusagen möglich ist. Also diese kulturpessimistische These halte ich für sehr problematisch. Habe ich ja nicht einfach vor 20 Jahren Abschlussarbeit okay. Und jetzt eine. Ich würde gerne die Reihenfolge einhalten und würde dann ans Publikum eben geben. Ich habe Sie aber auch registriert. Ja, ich würde gerne den Stichwort mit dem soziologischen Wissen, das Stichwort nochmal aufgreifen und eine andere Frage stellen. Das mag jetzt ein bisschen herzlos klingen, aber ein Aspekt des Prekariats, der Prekarität, der bisher noch nicht aufgegriffen worden ist und den ich als Wissenschaftssoziologe besonders interessant finde, ist, was das Prekarität mit der Qualität der soziologischen Forschung macht. Also Menschen gehen weg, also Ortswechsel, Abbrüche von Arbeiten in Forschungsprojekten, weil eine neue befristete Stelle angetreten werden musste. Ortswechsel, Kompetenzen gehen verloren. Meine Frage wäre an das Podium aus Ihrer eigenen persönlichen Erfahrung, entweder mit Projekten, die Sie durchführen, oder mit Arbeiten, noch interessanter, mit Arbeiten, die Sie selbst gemacht haben. Welche Verluste in der soziologischen Forschung entstehen durch diese Prekarität? Okay. Ich
Frau Maurer, Sie hatten sich erst gemeldet. Passt das zu dem Thema? Weil ich weiß, dass ich frage Sie auch, weil Sie ja sehr viel auch in Forschungsprojekten arbeiten, mit Sicherheit zu der Projektifizierung der Arbeit was sagen sollte. Ansonsten würde ich an den Herrn Traue weitergeben und dann habe ich Frau Maurer, Herr Fleck auf der Liste stehen. Ja, danke für die Frage. Das ist ein ganz großes Thema, das nicht leicht zu behandeln ist. Aber also nur ein Hinweis. Ich denke, die Unterwerfung der Publikationstätigkeit unter das Quantifizierungsregime, das wir kennen, führt natürlich dazu, dass es gerade für die Nachwuchswissenschaftlerin eigentlich die einzig strategisch plausible Strategie sein kann, also ein möglichst großes Output zu erreichen, ja, und dazu die eigenen Gedanken und die Befunde der eigenen Forschung sozusagen in smallest publishable units, ja, aufzuteilen, ja, was also die Folgen dieser Parzellierung von Befunden und des wissenschaftlichen Denkens meines Wissens noch nicht ausreichend bekannt, ja, aber darüber müsste man sich in Zukunft Gedanken machen, ja, und was man daran ändern könnte. Ja. Frau Maurer? Ja, ich verbinde es mit dem, was ich vorher sagen wollte und bringe es auf die Ebene der Studierenden. Die meisten von Ihnen kennen die arbeitenden Studierenden, die neben dem Studium auch berufstätig sind. Jetzt kann man gar kein Verständnis dafür haben. Eine Tatsache ist, dass das während des Studiums mittlerweile weit verbreitet ist und eventuell eben auch mit Qualitätsanforderungen lesen. Also wir hatten es bei der Keynote am Anfang, 100 Seiten in der Woche lesen, also diese, oder auch das Publizieren, das sehr früh beginnen soll. Und ich möchte es auch noch mit Professor Reinbrechts Statement zu den Abschlussarbeiten verknüpfen. Viel verlagert sich ja auf die Postdoc-Phase, also eben sowohl jetzt die Schwierigkeiten, da weiter zu realisieren, plus auch, also das Kinderkriegen ist ja auch etwas, was sich immer weiter nach hinten verlagert hat. Auch das ist eigentlich etwas, was viele in der Postdoc-Phase trifft. Und Und da wäre es schwierig, und das ist jetzt eben die Verbindung auch zur Qualität, weil da wäre so quasi dieser Sprung, exzellent zu sein, internationale Gelder ins Ausland zu fahren. Und da denke ich mir, das ist dann eine Frage des Maßstabs und der Kriterien, weil was vor 10 Jahren noch eine gute Karriere war, ist jetzt nach internationalen Maßstäben wahrscheinlich zu wenig, weil einfach die Wettbewerbssituation mehr Vergleiche zulässt, zumindest nach meiner, also weil einfach die Weltorientierung sich anders da zu Buche schlägt auch. Ich darf jetzt noch mal eine kleine Sequenz hier tatsächlich auf dem Podium machen, bevor ich dann wieder an Sie zurückgehe. Da hatten wir den Herrn Fleck als nächstes. Ja, also ich verstehe die Diskussion so, dass wir hier über Dinge reden, die wir ändern können. Beispielsweise als Professionsmitglieder und Mitglieder der ÖGS können wir ein bisschen was an der Welt ändern. Dazu müssen wir die Welt zuerst mal richtig verstanden und analysiert haben. Wir können nicht alles ändern. Wir könnten allerdings die Qualität unserer Abschlussarbeiten verbessern. Und wenn man sich anschaut, diese vorhin erwähnten etwa 600 österreichischen Dissertationen, dann stammt ein beträchtlicher Teil davon aus einem Eck einer Dissertationsfabrik. Die können wir also gleich mal abziehen, weil die brauchen wir gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn aus diesem Eck dann irgendwer in der Arbeitslosenstatistik aufscheint, würde ich mich nicht besonders wundern. Aber die Idee der Produkthaftung, die im Konsumentenschutz relativ weit verbreitet ist, ist in der Universitätswelt noch nicht eingetroffen. Wir haben keine Verantwortung dafür, dass wir Leuten einen Titel geben, die den Titel nicht verdienen. Genauso wie wir letztlich auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass wir jemandem ein positives Zeugnis geben, weil wir damit weniger Arbeit haben, als wenn wir ihm einen Fünfer geben. Das ist die Wirklichkeit, erstens. Zweitens, ich weiß nicht ganz, in welchen ökologischen Nischen Sie Ihr Wissen sammeln, aber die Idee, dass die Länge der Publikationsliste heutzutage entscheidend ist, ist ein Märchen von vorgestern. Überall werden Sie mittlerweile gebeten, Ihre 3 bis 5 besten Arbeiten zu nennen. Ja? Ja, aber das heißt, und nicht mehr seitenlange Publikationslisten. Also man schreibt was Ordentliches und schaut, dass das unter die Leute kommt.
Dritter Punkt ist, um das von vorhin aufzugreifen, wir leben natürlich nicht nur in Österreich, wir leben in einer relativ größeren Welt und eine dieser größeren Arenen, in denen wir mitspielen könnten, ist der sogenannte europäische Forschungsraum und in dem gibt es ziemlich gut dotierte Preise in Form des European Research Council Grants für Personen auf der Starting-Ebene und wenn ich es recht sehe, gibt es davon keine in Österreich. In der Soziologie? In der Soziologie keine, ja. Ja, wir reden ja jetzt über die und nicht über andere Fächer, die glücklicher sind. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber jedenfalls allzu viele sind mir bisher auch nicht untergekommen. So, warum nicht? Ja, das ist eine Frage der Bewilligungsquoten und des Aufwands und der möglichen Vorleistung, in die man gehen kann. Also wenn Sie Bewilligungsquoten von 15% haben für gewisse Grants. Ja, die Bewilligungsquote ist etwa in der Höhe, aber... Wer kann sich leisten, ein halbes Jahr oder ein Jahr darin zu investieren? Ja? Das kann man unter Umständen schon tun. Nein, ja? Was man dort abzuliefern hat, lässt sich relativ schnell herstellen, wenn man weiß, was man tun kann und bisher getan hat. Man wird im Wesentlichen aufgrund seines bisherigen CVs zuerst mal beurteilt. Das heißt, man muss unter Bedingungen akademisch groß geworden sein, dass man dort mitspielen kann. Dafür könnten wir als Disziplin nun auch ein bisschen mehr beitragen. Wir könnten auch, der Rektor ist nicht mehr da, aber man könnte den Rektor der jeweiligen Universität davon überzeugen, ein bisschen Geld dafür in die Hand zu nehmen, Leute darauf vorzubereiten und auszubilden, in solchen Wettbewerben mitspielen zu können. Und der letzte Punkt ist, und auch darauf können wir Einfluss nehmen, natürlich wird es immer Leute geben, die nicht drankommen. Das ist das Wesen dieses akademischen Arbeitsmarktes. Und es tut mir für jeden Einzelnen leid, wenn er nicht drankommt, aber es juckt mich nicht, solange wir darüber reden, wie dieses System organisiert ist und wie es besser organisiert werden kann. Okay, ich glaube, Sie haben jetzt nochmal sehr pointiert, so will ich es mal nennen, Ihren Standpunkt klar gemacht und glaube ich, da vielleicht nochmal eine wirklich klare Vorlage gegeben, was Wettbewerb in der Wissenschaft angeht, wie das Ganze zu bewerten ist und ich würde jetzt einfach sagen, im Vorfeld hatten sich Frau Globisch noch gemeldet, Herr Reinprecht und Herr Dörfler, dass Sie sich melden wollten, wollen Sie dazu Stellung nehmen? Ich glaube, das wäre gut, weil sozusagen das ein großer Ball ist, der uns hier in die Runde gespielt worden ist. Ich glaube, das wäre sozusagen, würde gut passen in der Reihenfolge, Frau Globisch, Herr Reinprecht, Herr Dörfler. Ja, ja? Ich finde es ganz interessant, dass sich hier so diese Polarisierung zwischen Universitätsprofessorinnen und wissenschaftlichem Nachwuchs entstanden ist und ich gebe Ihnen, Herr Fleck, vollkommen recht, das, was wir vielleicht tun können oder man in bestimmten Positionen tun kann, sind schon auch pragmatische Anleitungen wie Schreibworkshops. Ich teile schon die Beobachtung, dass es auch wirklich sehr schlechte Abschlussarbeiten gibt, aber man könnte das, also wenn man jetzt pragmatisch denkt, Schreibworkshops, es gibt da auch qualifiziertes Personal, das muss einfach finanziert werden, also ich mache immer Lehrforschungsprojekte, wo ich im Prinzip sehe, dass gerade das wissenschaftliche Schreiben sehr, sehr schwierig ist, neben dem Interpretieren, was wir schon eingelagert haben, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, Antragsschreiben, Coaching und Zwischenfinanzierungen für Projektanträge, also dass Leute sich das leisten können, Projektanträge zu schreiben. Also das sind schon pragmatische Forderungen, die man tun kann, fördern kann und beantragen kann und sich denen anschließen kann. Trotzdem würde ich gerne nochmal diese Frage aufnehmen, welchen Einfluss haben prekäre Beschäftigungsverhältnisse im akademischen Arbeitsmarkt auf die Produktion von Wissen. Und ich denke auch, wenn es jetzt nicht immer nur um die Quantifizierung geht, trotzdem werden Leute evaluiert,
nach Peer-Review-Artikeln und nicht nach Monografien beispielsweise. Also ich denke, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Ja, ist auch gut so, weil unsere Monografien nur aus unseren Taschen bezahlt werden und durch keine Qualitätskontrolle gehen. Und da ist so die Frage, ob wir beispielsweise Monografien, die auch Theorieentwürfe geboten haben, ob die so viel schlechter bewertet werden müssen als Peer-Review-Artikel, die einfach mal schnell und auch modularisiert entstanden sind. Also ich denke, das ist eine Anschauungsfrage. Aber ich würde nur sagen, wenn man über die Transformation des Wissens redet, dann kann man sagen, okay, da entsteht eben modularisiertes Wissen. Es ist auch kein Geheimnis, dass es zu einer Überproduktion von Lehrbuchwissen gekommen ist, also wo Wissen im Prinzip nochmal ein qualitatives Methodenbuch, nochmal ein Bevölkerungssoziologie-Lehrbuch. Also wir haben im Prinzip eine Überproduktion von Lehrbuchwissen und dagegen weniger Publikationen, die Theorieentwürfe und wirklich Theoriebildung betreiben. Und ich denke, da, also das wäre meine Antwort, es passiert einfach etwas mit, also Wissen transformiert sich mit den Wertigkeiten, ob das jetzt wirklich man seine 3 Publikationen nur angibt bei einer Bewerbung und es auf habituelle Prägungen ankommt, das steht nochmal auf einem anderen Papier, aber trotzdem im Prinzip funktioniert die Evaluation über Einwerbung von Drittmitteln, Peer-Review-Artikel und eben nicht über, sagen wir mal, eine longue durée über die Historisierung von Wissen. Und gleichzeitig ist ja im Prinzip diese Ausstattung von Forschungsprojekten, also wenn man prekär beschäftigt ist, dann bekommt man eben nochmal wenig, also beispielsweise Forschungsgelder und stellt auch wieder wissenschaftliches Personal an beispielsweise, weil, also zumindest in Österreich, aber auch in Deutschland, man ja jetzt nicht luxuriöse Ausstattungen von wissenschaftlichem Personal hat und kann dann im Prinzip, wenn man prekär auch beschäftigt ist, bestimmte Forschungsprojekte auch nur auf Sparflamme sozusagen durchführen, weil eben für eine ordentliche qualitative Interpretation man einfach Personal und eine langfristige Absicherung braucht. Also das würde ich ganz eindeutig sagen. Okay, Herr Reinbrecht. Ja, ich meine, die 600 schlechten Dissertationen, die sind natürlich... Na, 600 habe ich nicht gesagt. Na, diese, oder weniger. Weniger. Wir sind in einer Umbruchssituation. Das heißt, das ist ein bisschen die Vergangenheit. Die jetzigen Doktoratstudien und Dissertationen stehen unter ein bisschen einem anderen Licht und sind sicher, sind auch anderen Qualitätskontrollen, wenn man so möchte, wenn man diesen Begriff auch verwenden will, unterworfen, die mehr dem ähneln, was wir sozusagen in der internationalen Publikationspraxis haben, im Peer-Review-Verfahren und ähnliches mehr. Und das ist deshalb wichtig, weil ich glaube, dass die österreichische Soziologie sehr jung, wir haben ungefähr 50 Jahre, haben wir die erst vor 50 Jahren, erste Studienrichtung, nicht einmal ganz 50 Jahre in Linz und so, also das damalige SOWI-Gesetz, also wenn man es von Universitätsfach betrachtet, nicht das Fach, ja, Fachgeschichte. Aber 50 Jahre ist schon Pensionsalter in Österreich. Bei der Eisenbahn. Da ändert sich nicht mehr viel. Ja. Worauf ich hinweisen will, ist, dass meines Erachtens derzeit so etwas wie eine Umbruchssituation ist und da kommt das hinein, Ihre Frage, wie weit prekarisierte Verhältnisse auch die Qualität der Arbeiten beeinflussen. Ich weiß es nicht. Das müsste man untersuchen. Das ist auch so eine Frage, die man eigentlich überprüfen müsste. Was man aber sicher feststellen kann, ist, dass bei aller Problematik dessen, was Sie schildern, der Drittmitteleinwerberei, dem Nachlaufen der Publikationen, es trotzdem gut ist und wichtig ist und eine ganz entscheidende Trendwende meines Erachtens ist, dass überhaupt publiziert wird, international und Forschungsergebnisse, die generiert werden, in die Fachdebatte einfließen. Weil das muss man festhalten, dass Österreich, also ein Teil der Soziologiegeschichte dieses Landes, eben in diesen, wie Fleck das genannt hat, Ordinarien sich entwickelt haben, wo quasi eben die Erkenntnisse, die generiert wurden, eben nicht eingeflossen sind oder nur sehr partiell, sehr selektiv, meistens eben über den Ordinarius. Und das meines Erachtens ist eine sehr positive Entwicklung bei aller Problematik, die wir natürlich kennen im Alltag und in der Praxis jener, die dann damit unmittelbar konfrontiert sind. Ja. Deswegen gibt es übrigens noch keine ERC-Grants, weil eben diese Masse noch nicht da ist und auch diese Erfahrung und diese Kultur einer Generierung von Wissen und einer Vermittlung von Wissen in die Fachöffentlichkeit hinein. Mhm. Genau, vielen Dank. Ich hatte jetzt noch Herrn Dörfler auf meiner Redeliste. Ist das noch
Hat es ganz noch? Kurz, ich kann dem natürlich auch völlig zustimmen, das ist gut erstmal, dass diese sozusagen Variation reinkam, aber im Endeffekt würde ich auch klaudiologisch komplett zustimmen. Vielleicht an einem Symptom, jetzt können wir die Beispiele nicht bringen, kann man es feststellen, dass der letzte Buch sozusagen, wo explizit Gesellschaftstheorie, Grundlagentheorie, also etwas, was das Fach sozusagen in seinem Selbstverständnis elementar sozusagen in einem Paradigma weiterentwickelt hat, weil Luhmanns Gesellschaft der Gesellschaft, da steht am Anfang drin, dieses Buch könnte nur geschrieben werden oder die Theorie, wenn man 40 Jahre lang auf dem C4-Lehrstuhl in einer westdeutschen Universität sitzt. Und das genau zeigt das Problem, denn das gibt es nicht mehr. Deswegen sehen die Bücher anders aus und die Theorien. Und das ist die Folge, das wird eine langfristige Folge haben für soziologische Wissen. Mhm. Gut, ich würde jetzt ein letztes Mal noch die Gelegenheit geben, ins Publikum zu gehen, und ich sehe jetzt zwei Wortmeldungen hier rechts, und hier links ist nochmals eine dritte. Ja, danke. Ja, dann würde ich gerne meine Frage ans... Sie sind schon ausgestattet. Ja, genau, ich habe mich ja schon sehr lange gemeldet. Ich hätte so gern vom Podium noch eine Diskussion zum Thema, was ist jetzt mit unserem wissenschaftlichen Nachwuchs? Ich möchte gerne Nachwuchsförderung betreiben. Ich finde auch, wir sollten auch darüber diskutieren, was tun wir, was können wir tun? Jetzt haben wir auf der einen Seite die Situation, dass wir wissen, wenn wir gute Dissertationen haben wollen, dann müssen die Leute finanziert werden, weil sonst ist es sehr schwierig. Ich bin absolut eine Verfechterin davon, dass man unseren wissenschaftlichen Nachwuchs, und Doktorandinnen sind für mich wissenschaftlicher Nachwuchs, die wichtiges neues Wissen produzieren, neue Perspektiven einbringen, dass wir die fördern. Auf der anderen Seite finde ich die Perspektive wichtig zu sagen, wir haben Doktoranden, Graduierten-Kollegs, wir haben dann lauter Postdocs, für die dann der Arbeitsmarkt zu ist und für die dann auch der Arbeitsmarkt woanders hin zu ist. Ich finde, das ist eine relativ schwierige Situation, und ich frage mich selbst, wie soll ich jetzt Nachwuchsförderung betreiben? Soll ich jetzt versuchen, meine besten Leute, die ich stehe erst am Anfang meiner Möglichkeiten der Nachwuchsförderung, umso brennender ist vielleicht die Frage, soll ich versuchen, die Leute zu motivieren, zu sagen, schreibt eine Diss, geht in die Wissenschaft, macht es, ich unterstütze euch dabei, finanzierte Dissertationsmöglichkeiten zu kriegen? Oder soll ich versuchen, Ihnen mit aller Härte auch darzustellen, wie der Arbeitsmarkt dann auch später ausschaut und dass man für einen anderen außeruniversitären Arbeitsmarkt nur teilweise besser qualifiziert ist mit einem Doktorat und es auch schwierig ausschauen kann. Ich meine, ich bin im Quantenbereich, das ist immer auch nochmal leichter. Wer gut rechnen kann, kriegt immer einen guten Job. Aber, also hoffe ich zumindest, alle rechnen. Nein. Ja. Okay. Ich glaube, wir schließen einfach sofort die Fragen dran und wechseln dann nochmal. Herr Krämer, ja? Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne doch noch eine Anmerkung machen zur besonderen Situation hier in Österreich. Also ich glaube, dass man die Situation, von denen Sie da in Deutschland berichtet haben, nicht so einfach hier auf den Wissenschaftsarbeitsmarkt hier in Österreich übertragen kann. Also einfach mal die Größenverhältnisse. Also das Wissenschaftssystem hier in Österreich ist so ungefähr Pi mal Daumen so groß wie das in Hessen. Also das sind einerseits Rahmenbedingungen, die erstmal unveränderbar sind. Dann ist wichtig, glaube ich, auch mit Blick auf die Frage, welche Chancen hat der Nachwuchs, dass wir hier in Österreich keine entwickelte Struktur von Stiftungen haben, die Forschungsförderung wirklich betreiben, bis auf FWF und den Stiftungsfonds des Nationalrates gibt es da eigentlich nichts, bis auf so kleine Finanzierungsquellen. Und dann gibt es noch auch eine weitere Besonderheit. Also wir haben vom Grazer Institut für Soziologie mal vor 2 oder 3 Jahren die Kollegien in Maribor in Slowenien besucht, und da haben wir eigentlich mehr oder weniger gehört, dass es in Slowenien überhaupt keinen Arbeitsmarkt für Soziologen gibt. Hinzu müssen wir auch bedenken, dass viele Arbeitsmärkte hier in Europa, ich möchte das mal so formulieren, ethnisch geschlossen sind. Also der Zugang für viele Nachwuchswissenschaftler hier in Österreich zum italienischen Arbeitsmarkt oder zum südeuropäischen Arbeitsmarkt ist ethnisch eigentlich geschlossen. Mal davon abgesehen, dass die Entgeltregelungen, die es dort gibt, wir haben einen Kollegen von der Universität Lissabon gehabt, für unsere Verhältnisse inakzeptabel sind. Das ist die negative Botschaft, aber es gibt noch eine Besonderheit des Arbeitsmarktes für Soziologen hier in Österreich, der mehr beachtet werden sollte. Denn ganz unmittelbar, wir brauchen nur Richtung Norden schauen, eröffnet sich
der größte Arbeitsmarkt für Soziologen in Europa, der auch einen, ich sag mal, Zugang ermöglicht, ohne dass man irgendwelche ethnischen Barrieren überspringen muss. Also das ist natürlich keine frohe Botschaft und kein Ausweg für die Probleme, die wir haben, aber zuweilen würde ich mir etwas mehr Mobilität von jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, die hier ausgebildet worden sind, wünschen und auch eine höhere Bereitschaft, sozusagen Chancen im Wissenschaftssystem, die es auch in Deutschland gibt, ein bisschen mutiger wahrzunehmen. Danke. Dankeschön. Jetzt hatten wir noch eine dritte Meldung. Ich glaube, es ist die Frau Altreiter, wenn ich es richtig erkenne. Ja, danke. Ich wollte zum Schluss was ansprechen, was vielleicht ein bisschen altmodisch klingt. Und zwar, glaube ich, wäre es auch ganz gut, dass es in der Diskussion ein bisschen unterschwellig angeklungen, nämlich über Klasse zu reden. Weil es, glaube ich, wenn wir darüber reden, wer in der Wissenschaft bleiben kann oder für wen das Wissenschaftssystem etwas ist, wo man sich bewähren kann, eine sehr starke Frage auch nach wie vor ist von sozialer Herkunft und von habitueller Ausstattung. Und ich habe natürlich keine empirischen Zahlen dazu. Es ist auch angeklungen bei den Diskussionen, so quasi, wer wird ausgewählt von den Professorinnen für bestimmte Stellen. Wäre es, glaube ich, schon interessant, sich anzuschauen, ob in der Soziologie vielleicht gerade durch diese Veränderungen und Umbrüche im Wissenschaftssystem es wieder zu neuen, das wäre jetzt eine These, Schließungsprozessen kommt, was die Herkunft anlangt. Das kann ich natürlich nicht belegen, aber was ich so aus meinem persönlichen Umfeld, ich bin Prädok-Assistentin, beobachten kann, ist, dass es natürlich um Leistungen geht, aber auch um einen bestimmten Habitus zu haben, mit bestimmten Situationen umgehen zu können, mit einer bestimmten Selbstverständlichkeit, mit bestimmten Situationen umgehen zu können oder auf sich auf etwas einlassen zu können. Und das ist, glaube ich, auch neben der Frage von Vereinbarkeit und so weiter, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, auf den man schauen möchte. Und was ich super finde, was die Kollegin vorher angesprochen hat, glaube ich, man muss noch einen Schritt weiter zurückgehen, die Prädok-Assistentin, aber dann auch natürlich die Studierenden, die man ja langsam als Studienassistentinnen anfängt einzubinden in dieses Wissenschaftssystem, sie heranführt, dann kommen diese ersten Projektarbeiten und dann ist man irgendwie schon drinnen in dem System und dann ist das irgendwie spannend und aufregend und dann hängt man so drinnen und die Frage ist eben, was kann man versprechen oder was kann man nicht versprechen, was sind irgendwie die Möglichkeiten. Mhm. Vielen Dank nochmal. Ich sehe jetzt noch einen. Ja, vielleicht nur noch ein kurzes oder eine kurze Bemerkung, dass ich das Gefühl habe, dass sich solche Diskussionen derzeit im Kreis drehen, also auch in Deutschland waren wir gerade schon wieder bei einer Podiumsdiskussion und dass man vielleicht doch nochmal diese Initiative dazu nutzen sollte, tatsächlich politische Visionen zu entwickeln, also diese Politisierung ernst nehmen, denn wo sind die Lösungen? Also wir stecken da ja in einem Dilemma und es ist nicht radikal genug. Ich glaube, wir müssen uns nicht über das Problem zerfleischen zwischen den Generationen oder zwischen Statusgruppen, sondern was kann man machen? Also und da ist es mir noch zu weich. Also das heißt, dieses Kettenmodell oder andere Ideen, also Entfristungen, sind organisational fast ausgeschlossen. Hochschuleinrichtungen weigern sich. Wir haben diese Zwei-Klassen-Gesellschaft. Was können wir machen an den Universitäten? Und ja, also tatsächlich nochmal stark in die Initiative und in den Aktivismus reingehen, was lässt sich umsetzen? Das fehlte mir jetzt gerade heute. Also Boykottieren von Projektstellen, also radikaler denken, also vielleicht das nutzen, um das heute beim Abendessen nochmal zu diskutieren und sich nicht von solchen vagen Empfehlungen auch von der DGS, also in Ausschüsse abschmieren lassen, ja. Okay, ja, vielen Dank. Vielleicht können wir mit diesem letzten sozusagen Anstoß aus dem Publikum beginnen. Und wer dazu was sagen möchte, äußert sich. Und ich würde sagen, dann sollten wir langsam zum Abschluss kommen und dann hier auch das Podium schließen. Meldet sich der Herr Traue neben mir, dann Herr Fleck. Ja?
Ja, weil ich jetzt gerade quasi direkt angesprochen wurde. Also natürlich ist die Gründung von Ausschüssen keine Lösung, aber wenn Sie anfangen, politisch, hochschulpolitisch etwas ändern zu wollen, müssen Sie sich auf zähe institutionelle, also Kommunikations- und Abstimmungsprozesse einlassen. Ja, das ist, da werden manchmal große Visionen ganz schön klein gebacken, ja, aber anders geht es nicht. Ja. Und von den Universitäten können Sie natürlich, also in denen die Verwaltungsebene ein Übergewicht gegenüber der wissenschaftlichen Selbstverwaltung einnimmt, in sehr vielen Universitäten, ja, können Sie in puncto Verbesserung der Arbeitssituation für Nachwuchswissenschaftler nicht mehr so viel erwarten. Ja. Das müssen dann schon das ist unser Vorschlag, die Fachgesellschaft müssen da viel, viel aktiver werden, ja, weil das sind sozusagen die institutionellen Entitäten, die sich dafür letztendlich einsetzen können, ja. Und das auch in die Politik tragen können. Und sich beispielsweise für eine Pluralisierung von Stellenprofilen, Dauerstellen neben der Wissenschaft einsetzen können. In puncto soziale Schließung, ja, natürlich ist die verschärft worden. Da gibt es ja auch schon die ersten Zahlen dazu. Ja. Das wird natürlich durch den Flaschenhalsprofessur, also durch diesen Flaschenhalsprofessur verstärkt. Ja. Nicht jeder hat diesen selbstbewussten, gewissermaßen unternehmerischen Habitus, der wissenschaftlichen Karrieren zurzeit so zuträglich ist. Ja. Ich sehe manche ältere Kollegen, die distinguierte Kollegen, da weiß ich schon, die hätten heutzutage keine Chance. Ja. Also. Vielleicht ist das meine Fantasie, meine kleine innere Fantasie, aber das ist vermutlich so. Zur Frage, die vorher gestellt wurde, wenn gefragt wird, was kann ich tun, natürlich muss man unterscheiden, wenn Sie Personalverantwortung haben, ja, also muss man zwischen der betrieblichen Ebene und der bundespolitischen, hochschulpolitischen Ebene unterscheiden. Natürlich können Sie als Vertreter der Universität eines Fachgebiets oder einer Fakultät für möglichst langfristige Beschäftigungsverhältnisse sorgen. Ja, Sie können bei der Einrichtung einer Graduiertenschule, wenn Sie die Entscheidung treffen müssen, ob Sie 20 Promoventen auf halbe Stellen setzen, ja, oder ob Sie 10 Promoventen auf volle Stellen setzen, ja, da sind Entscheidungsspielräume da, ja. Und die werden oft ungünstig ausgelegt, ja. Gut, dann Herr Fleck. Ja, zur Klassenzusammensetzung der österreichischen Soziologen gibt es keine Daten, leider. Es wäre interessant zu wissen, aber ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat, aber es ist weder besser noch schlechter geworden, es ist ziemlich ähnlich. Aber lassen wir das. Die Frage, was man tun kann, und das passt ja fürs Ende, also die Probleme der Deutschen werden wir da nicht lösen, die sind ja auch nicht unsere, wir unterhalten uns jetzt nur über die alpenländischen Probleme. Und da könnten wir Folgendes tun, wenn die ÖGS denn der Meinung ist, dass sie gemeinsam auftreten kann und will, ist sie im Moment ja in gar keiner schlechten Situation. Ich weiß nicht, ob das allen Anwesenden bewusst ist, aber wir stellen immerhin drei Dekane von zumindest zwei wichtigen Universitätsstandorten, darunter einer ist Innsbruck, der zweite kann man sich aussuchen. Also, es gibt Machtpositionen, die wir haben, und wir könnten diese drei Mächtigen überreden, für die nächste sogenannte Infrastruktur-Million, die meistens keine Million ist, des Wissenschaftsministeriums einen gemeinsamen Antrag zu stellen zur Errichtung einer Graduate School of Sociology über alle Universitäten hinweg. Das kostet nicht rasend viel Geld, also hat eine Chance, das dort durchzubringen. Das würde nur voraussetzen, dass wer immer das Wir dann wirklich ist, einig werden, dass das A sinnvoll ist, dass das B nur sinnvoll sein kann, wenn natürlich dort nicht der freie Hochschulzugang zelebriert wird, dass also jeder sich anmelden kann, der gerade irgendeinen Studienabschluss vorher hat, sondern dass das notwendigerweise hochselektiv ist, aber das entsprechende Personal sich dafür zur Verfügung stellt, und dann geht es nur noch sozusagen darum, die dort dann Beschäftigten ausgewählt zu finanzieren. Aber auch das sind überschaubare Summen. Wenn man das will, schiene mir das machbar zu sein. Das ändert nicht die Welt und das wird uns auch nicht weiter daran hindern, uns weiter zu zerfleischen, aber man könnte ja damit vielleicht was erreichen. Okay, danke. Ja. Reinbrecht war dann dran.
Ich meine, die Desillusionierung oder die, Johanna, die das von Anfang an sagen, was nicht möglich ist, glaube ich, das ist so nicht, das ist immer der beste Weg. Es ist auch, wäre sicher falsch in der jetzigen Situation, oder es war immer falsch übrigens, zu sagen, da hast du deine quasi, da hast du deine Professur quasi schon in die Wiege gelegt beim Start deiner Karriere. Das, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und der ist natürlich kompliziert, weil er in eine allgemeine, generelle Kritik führt. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass die gegenwärtige Situation eher jene begünstigt, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, die, wie man so schön sagt, die sich leisten können, habituell, würde ich sagen, ja, die das entsprechende kulturelle Kapital mitbringen, was immer wir jetzt genau darunter verstehen. Aber das ist, denke ich mir, auf alle Fälle eine Beobachtung, die wir machen können, sonst, wo sonst sind sozusagen die, all jene, die noch in der Gesellschaft vorhanden sind. Ich möchte gar nicht über die Migrationsgeschichte sprechen, als jemand, der sich Migration beschäftigt, wo die Personen sind, die an den Universitäten gelandet sind, in entsprechenden Positionen. Aber abgesehen von dieser grundlegenden Problematik, glaube ich, dass die Ansätze zum einen dort sind, was Christian gesagt hat, zum Beispiel Graduate School, finde ich eine total gute Idee, ganz wichtig. Das ist immer, da gab es verschiedene Versuche, die aber bislang nicht gefruchtet haben. Aber es gibt noch, glaube ich, lokale Möglichkeiten. Das heißt, ich kann es nur sagen, von dem, was bei uns am Institut geschieht, da gibt es ganz, ganz wichtige und sinnvolle Initiativen. Zum einen die Qualität der Abschlussarbeiten zu fördern durch eine Woche der Nachwuchsforschung, wo wir eben Abschlussarbeiten präsentieren, was auch dazu führt, dass die betreuenden Professorinnen und Professoren ein bisschen mehr dahinter sind, dass die Arbeiten Qualität haben, abgesehen davon, dass das natürlich auch die Studierenden selbst motiviert. Aber es gibt aber auch eine andere Initiative, wie zum Beispiel, dass die Prädocs und Postdocs bei uns selbst die Frage in die Hand genommen haben und versucht haben, Lösungen zu finden. Etwa, wie komme ich in die Lehre, wie kann ich eine Karriere, einen beruflichen Lebenslauf, als sozusagen, wie man so schön sagt, als Forscher und Lehrender auch entwickeln. Gibt es hier sozusagen zertifizierte Kompetenzen, die ich erwerben kann? Da gibt es bei uns zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Lehreingangs- und Orientierungsphase für die Prädocs, ja, oder für Projektmitarbeiter oder für Doktorandinnen, das heißt, die in die Lehre einsteigen, was eine ganz tolle Initiative ist, die selbst von den Prädocs selbst formuliert wurde und entwickelt wurde. Und ich denke mir, alles das sind Elemente die, wenn sie dann eine gewisse Quantität auch erreichen, auch letztlich die ÖGS erfassen, sozusagen als eine berufsständische Organisation, und ihr auch mehr Gewicht verleihen in dieser Frage. Gut, vielen Dank. Jetzt darf ich Sie, die noch nicht sozusagen zum Schluss gesagt haben, wenn Sie sich noch melden wollen, wäre jetzt die Chance, sich nochmal zu äußern. Frau Maurer. Ja. Genau. Zur Frage der Förderung des Nachwuchses. Als externe Lektorin sind die Möglichkeiten begrenzt. Es gibt aber doch welche. Zum einen glaube ich schon, dass also in meinem Bereich feministische Forschung, Wissenschaft, Gender Studies, also so das Zünden des Interesses, das Feuer der Erkenntnis, da zumindest ein bisschen anzuzünden, das kriege ich auch als Feedback zu den Lehrveranstaltungen, und das ist, denke ich, ein wichtiger Beitrag. Das Begleiten der Abschlussarbeiten ist begrenzt, ist unterschiedlich geregelt, aber da gibt es wenig Strukturen, das geht auch sehr quasi in die Selbstausbeutung hinein zum Teil. Als Empfehlung, die ich selber quasi immer so als Ideal vor Augen hätte, es wurde jetzt gerade der PhD für Gender Studies in einem internationalen Konsortium gegründet, sprich Anbindung an verschiedene europäische Universitäten. Das wäre quasi meine Idealempfehlung, ja, wo man sich dann halt fragt, macht es noch Sinn, eine Dissertation auf Deutsch zu verfassen, richtet man sich gleich international aus, und um es dann später sprachlich leichter zu haben, das wäre so, ja, eine
Ambivalenz, die ich selber in meinem Karriereverlauf immer wieder gehabt habe, wo ich mich doch immer mehr quasi in den Mainstream hineinbewegen musste auch. Ja. Also ich finde durchaus, dass man vielleicht nochmal ein bisschen transnationaler denken sollte und weniger abgeschlossen, das ist die ÖGS und das ist die DGS. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in Österreich tätig und sehe im Prinzip dieses Tenure-Track, dieses Qualifizierungsmodell als durchaus positiv, wo ich für einen weiteren Ausbau auf jeden Fall plädieren würde. Also wenn ich dann auch nach Deutschland zurückgucke, die Junior-Professoren, die eben kein Tenure-Track-Modell sind, also wo man durchaus nochmal vielleicht voneinander lernen könnte und sagen könnte, gut, das ist hier realisiert und das ist hier nicht realisiert. Und gleichzeitig wäre ich bei den Graduate Schools auch wieder aus der Erfahrung in Deutschland eben und das, was wir auch hier diskutiert haben, der Überproduktion von nicht sozialversicherungspflichtigen Mittelbau, die nicht in die Rentenkassen einzahlen, die dann letztlich im akademischen Prekariat landen, doch etwas vorsichtig. Also ich weiß, in Österreich hat man wieder genau die umgekehrte Tendenz, dass man einfach halt dann Leck an Doktorandenförderung, Graduate Schools, graduierten Kollegs und so weiter hat, aber dass man da vielleicht doch nochmal den Blick über die Ländergrenzen hinweg und dann beispielsweise, also in Deutschland gab es eine Entwicklung bei den graduierten Kollegs, dass die Leute dann wirklich auf Stellen, also auf sozialversicherungspflichtige Stellen und nicht auf Stipendien, wo sie eben keine Sozialleistungen einzahlen, das für sich eingefordert haben. Also das sollte man, finde ich, durchaus bedenken und da gegenseitig voneinander lernen. Und ich fand den Vorschlag der Radikalität da hinten auch ganz spannend, nämlich natürlich könnte man sagen, man boykottiert Evaluationen von Instituten, wie das zum Beispiel am Institut für Soziologie in Jena und anderen gemacht wurde. Also das kann man sich schon institutionell dafür aussprechen, dass man sagt, gut, dagegen ist man oder gegen in Deutschland LFBA-Stellen, hier Senior Lecturer-Stellen mit 16 Semesterwochenstunden Lehre. Man kann sagen, wie Boris das beschrieben hatte, ja, keine halben Stellen. Also trotzdem stellt sich natürlich individuell wieder die Frage für die einzelnen Personen, die sie froh sind, dann doch eine halbe Stelle oder ein halbes Stipendium zu haben, was sie dann annehmen. Also da ist so die Frage, wie stark die institutionelle Bevormundung oder auch der institutionelle Boykott da reicht. Also von daher würde ich so ein bisschen dafür plädieren, über die Ländergrenzen hinweg da ein bisschen voneinander zu lernen und wohingegen jetzt deutsches akademisches Prekariat sehr mobil ist und wie Sie, Herr Krämer, das angesprochen haben, in Österreich meine gegenläufige Tendenz hat, da muss man natürlich auch fragen, ja, wie weit soll denn Mobilität gehen und was verunmöglicht Mobilität? Nämlich die, wie wir gesprochen haben, auch Familiengründungen und da gibt es ja Zahlen, 74% der Frauen und 71% der Männer jetzt in Deutschland im Mittelbau sind kinderlos. Also da gibt es Zahlen einfach, wenn man jetzt nicht da über Strukturen reden möchte. Okay, zum Abschluss dann Herr Dörfler noch. Ja, wie kommt Wandel hinein? Also erstmal glaube ich erstmal schwierig, weil es ist ein epochaler Wandel, der sich angekündigt hat in den letzten 20 Jahren und es dauert mindestens so lange, bis er wieder weg ist, in dem Sinne, dass es aus den Köpfen wieder raus muss, was die Ökonomisierung angerichtet hat. Das fängt bei Universitätsprofessoren an, das fängt beim gesellschaftlichen Diskurs an, das fängt bei den Leitmedien an etc. Das heißt, solange es diese gouvernementalisierte Universität gibt, diese gouvernementalisierte Wissensproduktion, wenn man sie so nennen möchte, das heißt, das Selbstunternehmertum, was sich hier bereit gemacht hat, so lange wird das auch so bleiben, dass wir diese Prekarität haben. Sie ist politisch gewollt, weil sie denjenigen nützt, die dieses verwalten. Bis sich das, wo die Agenten oder Akteure da sind, die was ändern können, gibt es verschiedene Strategien. Ich möchte, sofern sich dieser Wertewandel vielleicht irgendwann mal einschleicht oder vielleicht ist er schon da, einfach 3 radikale Vorschläge machen. Abschaffung des Bachelor- und Master-Systems. Wenn wir die Ökonomisierung der Hochschule ernst nehmen und fordern, dass es besser betriebswirtschaftlich durchgerechnet ist, dann sollte ein System, was in keinem Parameter irgendeine Zielvorgabe erfüllt hat und ökonomisch total unsinnig ist, abschaffen. Das wäre die Logik des freien Marktes. Wenn diese Logik, dann bitte radikal. Zweitens, Abschaffung aller graduierten Kollegs. Es fängt das Elend schon an mit Viertel- oder Halbstellen, pro Samen, nicht versicherungspflichtig Beschäftigten, Stipendien, wo ich mir noch selber meine Krankenversicherung besorgen muss, Leute selbst ausbeuten zu lassen mit einer Chance, sozusagen mit Genuss in den Abgrund hinein und sozusagen gratifiziert damit, dass sie doch was machen können, was sie wirklich interessiert. Das ist sozusagen die par excellence der gouvernementalen Logik.
Und dritter Vorschlag, radikaler Vorschlag, alle Professorenstellen befristen. Wenn das wäre, könnten die sich wieder daran erinnern, dass es besser ist, solidarisch mit dem Mittelbau beim Kultusministerium für bessere Stellen für alle zu kämpfen. Mhm. Danke. Gut, vielen Dank. Mir bleibt nichts anderes, als gerade diese letzten radikalen Äußerungen von Herrn Dörfler sozusagen einfach nochmal in Sie zurückzuschmeißen. Ich kann Sie nicht wiederholen, sondern kann Ihnen nur sagen, das kann Ihren Gesprächsstoff am Dinner jetzt sozusagen füttern. Wir können es leider nicht mehr hier klären, aber das sozusagen gibt nochmal in sehr gebündelter Form vielleicht Gesprächsstoff für Sie heute Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen hier in der Runde, bei Ihnen im Publikum. Sie haben gemerkt, das Thema ist sehr aufgeladen, auch kontroversiell. Wir kommen da auch nicht zum Schluss. Ich würde Sie gerne entlassen, vielleicht mit dem Gedanken, den Herr Reinbrecht auch so ein bisschen geäußert hat und entfaltet hat, dass wir uns einfach in einer Umbruchssituation befinden. Die Dinge lassen sich schwer auch schwarz-weiß oder heute ist es so, früher war es besser benennen. Wir sollten einen Blick dafür haben, für die Ambivalenzen, die sich im Feld zeigen. Schließungsprozesse wurde oftmals genannt, vielleicht ergeben sich auch Öffnungen, mag ich auch nochmal ganz provokant in die Runde geben. Und nochmals ein Gedanke, den ich als Geschlechterforscherin auch nochmal sagen möchte, wenn wir von früher und Schließungsprozesse reden, von Subjekt, wissenschaftlichen Subjekt, was im früheren System sozusagen konstituiert worden ist, war das auch weiß und männlich. Also ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.